Hallo Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Digitalisierung des Urlaubsantrags. Den ersten Teil kannst du dir hier anschauen. Ansonsten werde ich den Link hierfür auch unten in der Videobeschreibung hinterlegen. In diesem Video werden wir den Urlaubsantrag um die Ausnahmebehandlung erweitern und die Inhalte des Antrags in eine Wortvorlage integrieren, damit er in Form einer Word- oder PDF-Datei abgelegt werden kann. Außerdem schauen wir die Integration mit SharePoint an, um dort unseren Urlaubsantrag hinterlegen zu können. Und all das werden wir ohne eine einzelne Zeile Code schaffen. Falls du zum ersten Mal auf unserem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und aktivierst die Benachrichtigungen, um keine neuen Videos zu verpassen. Und jetzt legen wir los. Im ersten Video haben wir den Happy Pass beim Urlaubsantrag erstellt. Dabei hatten wir folgende Schritte. Den Urlaubsantrag erstellen, beim Vorgesetzten freigeben, bei Personalabteilung prüfen, bei Finanzabteilung abrechnen und bei Verwaltung archivieren lassen. Bei der Freigabe sehen wir allerdings eine Not. Wenn die Urlaubszeiten nicht in Ordnung sind, sollte der Antrag mit einem Kommentar zurückgeschickt werden. Dies werden wir nun umsetzen. Dafür gehen wir in unseren IBBMS und öffnen den Prozess in der Applikation. Erstmal sollten wir die Anpassungen in dem Schritt Vorgesetzter machen. Öffnen wir das Formular. Der interne Name des Feldes Freigabe werden wir für die weiteren Schritte merken. Jetzt brauchen wir eine Text-Area, um dort einen Kommentar zu hinterlegen, falls der Antrag abgelehnt wird. Am Anfang sollte der Control unsichtbar sein. Wir brauchen eine Regel, wenn Freigabe ist gleich Nein, muss ein Kommentar hinterlegt werden und natürlich auch sichtbar werden. Nun erstellen wir eine Bedingung, wenn Freigeben ist gleich Ja, sollte der Antrag ganz normal weitergehen. Dafür verbinden wir die Pfeile des Prozesses entsprechend. Dann fügen wir eine E-Mail hinzu und den Prozessinitiator über die Ablehnung informieren. Die E-Mail wird an den Prozessinitiator verschickt. In dieser E-Mail werden wir auch die Namen von ihm verwenden und den Kommentar der Ablehnung hinterlegen. Damit ist die Ausnahmebehandlung fertig. Nun werden wir eine Wortvorlage erstellen, die später mit den Daten aus IBBMS befüllt wird. Dafür erstellen wir sogenannte Schnellbausteine für jedes Feld. Diese Vorlage werden wir auf dem Server ablegen. In IBBMS verwenden wir nun unter Dokumentenkategorie eine Activity Microsoft Word. Zuerst müssen wir definieren, wo sich die Vorlage befindet. Dann geben wir einen Pfad ein. Danach müssen wir definieren, wo die erstellte Datei abgelegt wird. Dafür verwenden wir SharePoint. Auf der Testseite haben wir einen Ordner YouTube dafür angelegt. Nun müssen wir eine Schnittstelle zu SharePoint bauen. Dies geht ganz einfach. Wir müssen nur den Link zum SharePoint eingeben, die Authentifizierungsmethode auswählen und der Login und Passwort hinterlegen. Dann klicken wir auf Test Connection. Hier haben wir leider den Link falsch eingetragen. Korrigieren wir es. Und nun funktioniert alles. Nun ist die Schnittstelle fertig und wir können definieren, wo die Datei abgelegt werden soll. Hier schreiben wir die Dateiname und dass wir am Ende ein PDF wollen. Hier können wir auch die Daten, die wir in der Word-Vorlage definiert haben, befüllen.
Nun sind wir bereit. Wir werden die Applikation nun veröffentlichen. Gehen wir ins Workcenter und starten wir die Applikation. Den Antrag befüllen wir ganz normal und schicken ihn ab. Wie gewöhnlich schauen wir, wie unser Prozess durchläuft. Der ist jetzt beim Vorgesetzten. Zuerst werden wir den Antrag ablehnen, um die Ausnahmebehandlung zu testen. Der Prozess soll zurück an den Initiator kommen. Schauen wir das im Verwaltungsbereich. Dafür suchen wir den Prozess aus, der die E-Mail verschickt hat. Hier sehen wir, dass die Benachrichtigung richtig verschickt wurde und der Kommentar ist auch sichtbar. Machen wir nun weitere Schritte, um das Dokument zu erstellen. Der Prozess ist fertig. Schauen wir nun das erstellte Dokument. Wir sehen alle Informationen, die wir im Antrag erfasst haben. Somit ist unser Prozess fertig und das Dokument dazu in SharePoint abgelegt, ohne eine einzelne Zeile Code zu schreiben. In den nächsten Videos werden wir weitere Verbesserungen in den Prozess implementieren. Abonniere diesen Kanal, um die Videos nicht zu verpassen. Weitere Digitalisierungsbeispiele findest du in dieser Playlist. Ich würde mich freuen, wenn du in die Kommentare schreibst, welche anderen Beispiele für dich interessant wären. Ich bin Alexei, bis zum nächsten Mal.